Bei dem Vortex gibt es heute was ganz Besonderes, und zwar ein Review zu einem Samsung Media Mic. Und zwar das Samsung Media Mic habe ich mir auf Amazon bestellt. Ich finde, das Ding ist klasse. Es hat mich nur 55 € gekostet und das Ganze funktioniert über USB. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, das Ding in euren USB-Port von der PS4 reinzuhämmern. Dann auf der Rückseite von dem Mikrofon habt ihr so einen kleinen Kopfhöreranschluss in 3,5 mm Klinkenformat. Da könnt ihr dann eure Kopfhörer oder euer Gaming-Headset mit 7.1 Surround Sound und weiß der Herr was, könnt ihr da alles anschließen. Das funktioniert dann auch alles tadellos. Dann habt ihr am Mikrofon habt ihr noch mal so eine kleine Einstellung, wo ihr dann wiederum die Lautstärke, was das Mikrofon rausgeben soll. Also nicht das, was ihr sagt, sondern das, was ihr vom Spielsound hört, weil das Spielsound, der läuft dann bei der PS4 auch noch mit über das Mikrofon. Den könnt ihr dann an diesem kleinen Regler regeln. Und was dazu noch besonders zu sagen ist, ist, dass ihr euch selber hört. Also ihr hört euch nicht im störenden Sinne, sondern ihr hört euch im angenehmen, positiven Sinne. Denn ihr habt immer so eine leichte Stimmwiedergabe von eurer eigenen Stimme mit dabei. Das heißt, ihr könnt mehr darauf achten, was ihr sagt. Und dann wiederum bei, wie jetzt sowas, bei einem Nachkommentieren, dann fällt euch eher mal der ein oder andere Fehler auf. Deswegen ist das sehr zu empfehlen. Was wir noch in dem Mikrofon haben, ist die Stummtaste und die werde ich auch denn gleich betätigen, denn das Video ist somit zu Ende. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch. Das war euer Vortex.